In der Ausstellung Body Doubles treffen zwei bedeutende Bildhauer der Moderne aufeinander. Auf der einen Seite Hans Josefsson, auf der anderen Seite Franz West. Die beiden treten hier gewissermaßen in einen Dialog der Skulptur. Der Ausstellungsauftakt ist gewissermaßen auch das Dispositiv der Ausstellung, in dem es das Spektrum des Umgangs mit Körper eigentlich darstellt. Auf der einen Seite die klassische Skulptur hier im Hintergrund von Hans Josefsson, eine liegende, und auf der anderen Seite Hans West mit seinem Divan, eine Skulptur, die aus einer Liege besteht, einem Sockel und einem Fundgegenstand auf dem Sockel. Insofern gibt es hier natürlich einen engen Bezug zwischen Josefsson und Franz West im Bezug zum Körper, in einem Fall der Körper als Physis, als präsentes Volumen, und im anderen Fall der Körper als abwesendes Volumen. Also für Josefsson war der menschliche Körper als Volumen im Raum immer auch der Ausgangspunkt seiner Arbeit als Bildhauer. Und das sieht man dann auch in der Umsetzung seiner Skulpturen. Man hat hier, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so deutlich wird, hat man doch ganz klar einen Kopf auf Oberkörper. Man sieht die Haare, man sieht Nase, Mund, Kinn, man sieht die verschränkten Arme. Die ganzen körperlichen Details sind eigentlich relativ präzise abgebildet, auch wenn überhaupt nicht in einer naturalistischen Weise. Ergänzt werden diese beiden gewichtigen Positionen durch zeitgenössische Interventionen von Urs Fischer und Pippi Lotterist. Der Diskurs der Skulptur in dieser Ausstellung ist eigentlich ein ganz klassischer, vielleicht doch sehr stark männlich geprägter Diskurs. Und da war es naheliegend, gewissermaßen mit dieser Spitze ein sehr starkes weibliches Zeichen zu setzen, ein Gegenakzent, der hier gewissermaßen den Raum durchbohrt, durchstößt und diesen Diskurs männlicher Skulptur und Bildhauerei zu durchstoßen.